So Leute, und da sind wir wieder bei Let's Play Resident Evil Revelations. Wir machen hier direkt weiter, nachdem ich mich letztes Mal verlaufen habe im letzten Part. Schaue ich mal, wie ich jetzt irgendwie dahin komme. Ich muss irgendwie an diesen, wo ist das? Nee. Da vor der Seitendeck hinkommen. Da komme ich von, was ist daneben? Da, vom Casino aus hin. Nee. Oh, diese Karten, ne? Ich hab ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Wie soll ich da nur jemals hinkommen? So. Und hier, bla 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 Laderaum. Ja, quasi vom Laderaum kommt man dahin. Laut meiner unterstützenden Theorie hier. Da bin ich mir ja nicht sicher, ob man da jetzt wirklich hinkommt dann vom Laderaum. Uff. Wie komme ich nur zum Vordeck? Steht hier keine Hilfe? Wir probieren das jetzt einfach vom Kielraum aus. Ich meine, mir bleibt nichts anderes übrig. Ja, ich verstehe. Ah, da! Da ist er. Ha? Na? Arschgesicht. Wollt ihr sterben oder wollt ihr leben? Los zum Vordeck! Ich werde hier tun, was ich kann. Wo ist das denn? Promenade. Wir gehen da jetzt einfach rein. Weil der steht da ja schließlich vor. Ja. Wir sind richtig. Ja, Wahnsinn. Weil Raymond allwissend ist anscheinend. Ich weiß ja immer noch nicht genau, was der für ein Typ sein soll. Warum liegt der da so rum? Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, ich bin falsch. Aber da ist doch nichts. Das Tor ist zu. Ja, Tatsache. Das Tor ist immer noch zu. Tatsache. Aber wie kriegen wir es auf? Und warum liegst du da so komisch rum? Müssen wir jetzt da wirklich wieder rein? Ich will da nicht wieder rein. Das ist Assi da. Ah, ich kann mir vorstellen, wo das Vordeck ist. Ist es vielleicht da, wo, da, wo wir irgendwie reingekommen sind mit Chris und, Chris und, ihr wisst schon, Jessica. Aber wie sind wir da nochmal reingekommen? Von hier aus, ne? Ja. Von hier irgendwie. Was wollen die hier alle? Brauche jetzt erstmal eine bessere Waffe. Komm schon, Parker, das schaffst du. Oh, die ist gut, die Waffe. So. Okay. So, und jetzt wahrscheinlich durch das Hauptding da. Da kamen wir her, glaube ich, ne? Ja. Da kamen die her. Und hier ist auch ein Schwimmreifen. Heißt, wir können hier auch rein. Und dann kommen wir zum Vordeck, endlich. Also wirklich unglaublich. Toll. Und dann auch mit dieser Scheißwaffe, ey. Womit ich wirklich überhaupt nichts hinbekomme, ne?
Ich geh schon tot, Mann. Also. Sehr schön. Ach, die Waffe ist schrecklich. Ich brauche neue. Ich brauche wirklich neue. Oh. Ist hier nichts? Was soll denn das? Warum ist hier nur so ein Müllcontainer? Funktioniert nicht. Er muss verschlossen worden sein. Ja, okay. Du brauchst ja nicht noch extra hinzeigen jetzt. Wer hat denn da bitte verschlossen? Chris und Jessica? Ah ne, die waren ja gar nicht auf dem Schiff. Stimmt, aber es ist ja baugleich. Stimmt, die waren da ja gar nicht. So. Was mache ich da überhaupt gerade? Ich muss hier doch gucken. So. So und so. Sehr schön, sehr, sehr schön. Dann auf geht's. Und jetzt kommen wir bitte zum Vordeck. Da mussten wir, ne? Ja. Da kommen bestimmt welche raus. Das dauert schon so lange. Sonst gehen die nämlich immer ganz schnell auf. Ja. Nicht? Wow. Vordeck, Vordeck. Genau. Enter. Ich bin mal gespannt, ey. Da ist wirklich so eine Drohne ist. Achso, dann kann ich hier eigentlich untersuchen. Da müsste... Hallo, bei dem anderen Schiff war auch was. Na super. Genau das, was ich gesucht habe. Hier gibt es Munition. Ist das schon mal was? Das heißt, es wird wahrscheinlich draußen ein Kampf stattfinden. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich sehe es jetzt schon kommen. Und ich habe diesmal so unfassbar schlechte Munition. Also wirklich so richtig schlechte Munition. So richtig, richtig schlechte Munition. Na gut, mit Kraut bin ich ja halbwegs ganz gut ausgerüstet noch. Granaten noch. Okay. Gut, dann nehmen wir erstmal die Granaten. Warum bückt die sich dafür? Schrotgewehr. Das sehen wir hier. Gibt es auch noch was? Veto-Schlüsselkarte verwendet. Was ist drin? Nochmal ein Customization Tool, okay. Illegales Zubehör. So, dann gehen wir mal raus. Lass uns raus. Noch mehr grünes Kart. Passt es ja nicht. Unfair. Aua. Es mach! Schieß! Ah, super. Bin sofort dabei. Bam. Auf wie kommen wir denn? Schützen die Drohnen aber wirklich mit allen Mitteln, wa? Oh, sieh mal, das war gut. Wart nach, Jill. Okay. Ah. Ah, oh, fick dich. So. Tschüss. Meine Fresse. Oh. Meine Waffenkiste. Okay. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich habe. Großes Magazin, das hört sich doch gut an. Ich habe ganz schön viele erhalten, wa? Ja, okay, jetzt reicht's auch. So, wir haben immer noch diese Windem, die wirklich absolut scheiße ist. Die müssten wir eventuell einfach verstärken, dann wäre die vielleicht ganz gut noch, weil die hat auf jeden Fall noch einiges an Munition. Was die halt wirklich... Feuerrate 1, Feuerstoß 2. Das nehmen wir. Kann man hier scrollen? Nein? Okay. Fähigkeit einzuträumen. Wird die Feuerrate. Okay. Machen wir auch da rein. Nein. Dann hier können wir noch was machen. Das betäuben. Nahkämpfer. Mit dem Magazingröße um 40%. Ja, nehmen wir das. Dann können wir mehr davon tragen. Auch wenn wir nur noch 3 davon haben. Die beste Waffe ihrer Klasse. Wow, die beste Waffe ihrer Klasse. Und die hat auch 1500. Wahnsinn. Kriegt die auf jeden Fall betäuben. Feuerstoß 4 geht leider nicht. Okay, was tauschen wir hier?
komm. Na, dann eben nicht. Aber Feuerstoß, wir hatten, irgendjemand hatte doch Feuerstoß. Zweifacher Feuerstoß. Kannst du dann da nicht Feuerstoß 4? Nee. Drei Schüsse hinterher. Hintereinander ab. Okay. Kann ich hier irgendwie. Aufgeladener Schuss. Okay. Ne, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Auch wenn eine Pistole natürlich super wäre. Aber lassen wir. Das erste. Wir kommen damit schon ganz gut klar. So, hier müsste es ja irgendwo sein. Da ist es das. Wahrscheinlich, wa? Ach, die Boiler hat ja zwei ab, ne? Stimmt. Los, Jill. Sehr schön. Und scan. Wo muss ich hier irgendwo hin? Geh mal hin. Titanic spielen. Oh, da kommen schon die nächsten. Oh, super. Jill! Oh. Sieht überhaupt nicht gut aus. Los, Jill. Du schaffst es. Na also. So. Ja, sind sie jetzt endlich weg? Okay, danke. Oh. Dann öffne den Container. Wo kann ich den auf der anderen Seite? Wo ist da noch überall was? Ach, egal. Gucken wir. Können wir ein bisschen nochmal gucken. So, da ist die Drohne drin, richtig? Warum muss Jill das eigentlich alles öffnen? Kommt da jetzt was rausgesprungen? Da! Gott sei Dank. Gott sei Dank. Müssen wir den noch zusammenbauen? 1.07 Uhr, FBC Hauptquartier. Clive R. O'Brien. Hm. Was könnte die BSAA von mir wollen? Ah, der war doch auch in der. Bei Parker. Fast ein ganzes Jahr. So leid es mir tut. Du bist zu spät dran. Okay, der hat damit was zu tun. Und der andere, die sind befreundet und deswegen. Ich weiß es nicht. Wow, S und S. Ich bin richtig gut. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Dann gehen wir gleich mal weiter, ne? Da würde ich sagen. Abschluss seit 35 Minuten, ey. Heftigste Scheiße. 1.08 Uhr, eine Minute später. Vordeck. Wir haben sie zusammengebaut bekommen. Bitte fliegt die von alleine. Dieses Ding muss so weit wie möglich fliegen. Okay. Alles bereit. Lieber spät als nicht. Mit so einer einfachen Drohne soll man diese Megawaffe hinbekommen. Okay. Wir sind bereit. Okay, die Pilotenfernsteuerung ist im Kielraum. So weit weg. Daher auch fern. Geht übers Nebendeck zum Kielraum. Okay. Ja, dann wäre einer nämlich dahin gegangen. Okay, also hier lang. Noch was Interessantes? Nein? Okay, so langsam gehen mir nämlich einfach die Waffen aus, ne? Also so langsam brauche ich wirklich aktuelle Zeit. FBC Hauptquartier. Oh, ja, was? Tatsache. Das ist der Böse, ne? Oh. In Italien. So. Fast. Wie ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Der sagt das auch. Freigabecode ist gültig. Aber das war doch nicht dasselbe. Okay. Oh, nach Zeit? Ich hab doch nicht so viele Waffen. Ich
habe doch so unfassbar wenig Zeit und so wenig Munition. Wir müssen hier definitiv, wir brauchen andere Waffen. Hier. Die kommt weg. Jetzt sind nur noch 7 da. Und warte, 130. 130, 165. Dann nehmen wir die. Haben wir die jetzt? Ja. Na, ja. So. Können wir da noch was lernen? Außer aufgeladener Schuss. Okay. Gut, dann lassen wir das jetzt so. Wir müssen uns jetzt beeilen, über den Dings da lang zu kommen. Ja, okay, wir haben keine Zeit für Monster. Aber das will ich noch alles einsammeln. Danke sehr, Gewehrmunition. Lass mich in Ruhe. Ich will nur die Munition einsammeln. Keine Zeit für Monster, wir haben keine Zeit für Monster. Geh mal aus dem Weg. Ja, ich bin dabei. Und meine Heilkräuter. Gut, dass ich so viele hatte am Ende. Oh, ich hasse Zeitaufgaben, ganz ehrlich. Parker, komm rein. So, 3 Minuten 20. Okay. Gut. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Absolut kein Problem. Ist das mein Gewehr? Oh ja, Tatsache. Die Zeit ist gar nicht um. Wir haben 3 Minuten. Was labern die hier für eine Scheiße? Fahrstuhl! Jetzt mach schon! Was mache ich da? Nein, geht weg da. Oh, was muss ich denn jetzt hier machen? Oh, oh. Durch die Tür, okay. Dann runter da. Oh, Rachel, du dumme Schlampe. Wie komme ich da runter da? Tür war hier irgendwo, ne? Da unten, da, auf der Karte sieht man sie. Oh. Was kommt hier so einer? Wartet mal, ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich muss jetzt da irgendwo hin. Den Raketenwerfer will ich trotzdem erst nehmen. Ich muss ihn, da ist ja schon das Ziel. So. Nein, jetzt bin ich doch gestorben wegen dem. Ich wollte nur zweimal tauschen, damit ich die habe. Wo muss ich jetzt anfangen? Ganz hinten? Nicht euer Ernst, oder? Bitte. Das alles nur, weil ich diese dämliche Dings haben wollte. Ah ne, da bin ich, okay. Ja, alles schneller. Ich will aber den Raketenwerfer jetzt wenigstens mitnehmen. Ach, Rachel. Dass die so stark ist, ey. Was hat die gemacht? So, nehmen wir diese hier. Dann kann ich das einfach mit dem Raketenwerfer tauschen. Das ist dann nicht so schlimm. Das nehmen wir auch noch mit. Lass mich in Ruhe. Wovon ist die jetzt bitte gestorben? Oh, nee, ey. Nee. Das geht ja nicht von meiner Zeit, ne? Oder doch? Das geht von meiner Zeit, wa? Nee, man hat immer 2 Minuten, okay? Ach, schon so viele Tote, ey. Ich will gar nicht sehen, wie ich am Ende abluse. Ach, Rachel. So, nehmen wir doch die Waffe. Mehr. Wir müssen ja schnell durch.
Oh nein. Guten Tag, mein PC ist abgestürzt. Besser gesagt, das Spiel ist abgestürzt. Und jetzt nochmal. Jetzt aber. Kraut, Rachel, bla bla bla. Dann den komischen Typen hier. Sehr schön. Jetzt habe ich diese Munition zwar nicht eingesammelt, aber egal. Von hinten durch. So. Dann hier vorbei. Kommt hier jetzt gleich irgendwann diese Fettsau. Kacke. Bin doch geflüchtet, Mann! Was ist das für ein Scheiß? Jetzt bin ich schon 5-mal oder so gestorben. Ich bekomme bestimmt so ein Set, ey. Mann, das ist doch gar nicht so schwer, oder? Ich lasse mir einfach Zeit und töte die jetzt. Das bringt ja nichts. Den kriege ich nicht innerhalb von einer Minute, 2 Minuten tot, den fetten. Obwohl, mit Rikettenwerfer kann man sie ausprobieren, aber. Ja, Rachel. Meine Fresse ist die Scheiße, ey. Ich hasse die. Oh, ich hätte schon längst geschafft, ey, wenn ich nicht so blöd. Jetzt lehre ich mich fast selber in die Luft jagen. Oh. Jetzt durch da. Einfach durch. Zwischendurch die Dinger hier besiegen, damit dich nicht zu viele nerven. Oh, pass auch das Ding auf hier. Nein, lauf dran vorbei. Nein, 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 nein. Nochmal zurück. Brauch mehr Spielraum. Wo lang muss ich? Hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Sehr schön, so. Und jetzt einfach rein da. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Wie, es kommt jetzt noch ein Zombie. Du kannst da gar nicht herkommen. Du warst ganz woanders. Schlampenhausen. Lasst mich in Ruhe. Rein da. Wo muss ich hin? Mach schon! Ich hab's geschafft! Yes! Endlich! Also diese Rachel, die hat sich ja gebeamt, ne? Die war doch hinter mir! So, haben wir's geschafft? Und das sollte das Ding täuschen? Ich an seiner Stelle das jetzt nochmal gestoppt und jetzt danach nochmal benutzt. Und funktioniert. Toll, das Boot. Ist das jetzt unser Boot? Bin ich jetzt tot? Aber egal, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und ich habe gespuckt. Nur ein. Der hat das jetzt... Ich bin öfters gestorben, muss ich zugeben. Also wahrscheinlich durch den Absturz. Ja, ich habe auch nur angeblich 5 Minuten gebraucht. Ja. Dadurch dann... Okay. Aber ihr wisst ja, ich bin öfter gestorben. Bin ja 5-mal oder so gestorben da in diesem Scheiß... Ja gut, das ist blöd, aber naja, was soll man machen? Ist eigentlich gut für mich, ne? Uff, ja, hier beenden wir den Part jetzt erstmal. Ja, 26 Minuten, das geht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich gestorben bin. Und es den Rat noch so geschafft hat, die hat noch 10 Sekunden, glaube ich. Und ja, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye und ciao!